Vanja Tolko aus Rostock hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Er besuchte einen Existenzgründerkurs und machte sich dann vor 3 Jahren selbstständig. Von der Malerei allein kann er aber bis heute nicht leben. Zum überwiegenden Anteil sind das Kurse, da ist das Unterrichten. Kurse geben, überall versuchen Projekte zu machen. Also so Erwachsenenbildung im Grunde, also so ästhetische Erwachsenenbildung könnte man das ja groß überschreiben. Ja? Oder Kinder eben auch. Das ist so das, was ein Gros ausmacht. Dann sind das partiell dann auch mal so Verkäufe, wo mal ein Bild verkauft wird. Und dann ist vielleicht auch mal ein Stipendium oder so. Aber das kann man ja, wenn man das zusammenzählt und vergleicht mit einem Einkommen, einem Jahreseinkommen, wenn jetzt jemand da irgendwie in einem Betrieb arbeitet, kann man das nicht wirklich Einkommen nennen. Ja. Wenn man das vergleicht jetzt mit einem Musiker, der hat ein Konzert, der wird eingeladen eventuell, der kriegt dafür eine Gage und dann hat man eventuell noch Eintrittsgelder, es gibt vielleicht CD-Verkäufe und sowas, da ist die Gage für den Musiker völlig normal, ne? Völlig selbstverständlich, dass der ja auch irgendwie wovon leben muss. Bei einem bildenden Künstler sagt man, ja, der muss froh sein, dass er dann ausstellen kann. Ja? Der Raum ist doch schon im Grunde so eine Art Gage. Aber davon kann man keine Miete bezahlen und auch die ganzen Außenstände, die man dann so bedienen muss. Die Bundesregierung kennt das Problem. Seit 2007 kümmert sich deutschlandweit eine eigens geschaffene Initiative um die Branche. In Mecklenburg-Vorpommern ist Frank Lemlow unterwegs. Die eine Aufgabe ist die Durchführung von kostenlosen Orientierungsberatungen. Also ich berate Unternehmer im Bereich Kultur- und Kreativwirtschaft. Das ist ja ein weites Feld, 11 Teilmärkte beinhaltet Kultur- und Kreativwirtschaft. Der Existenzgründung, aber auch Unternehmer, die bereits eine Unternehmung haben und da Hilfe benötigen. Der zweite Aufgabenbereich ist die Vernetzungsarbeit. Also ich versuche, die Akteure der einzelnen Teilbranchen zu vernetzen, aber auch Unternehmer mit Wirtschaftsförderung und auch der Wirtschaft im Allgemeinen zu vernetzen. Ich glaube, da habe ich eine gewisse Dolmetscherfunktion. Künstler und Kreative wissen oft nicht, wie viel ihre Kunst am Markt wert ist, wie sie sich erfolgreich vermarkten, Kontakte auf- und ausbauen, welche Fördermöglichkeiten es gibt, weiß Frank Lemlow. Im Kreativbereich ist das Level meistens sehr hoch, aber was das Betriebswirtschaftliche angeht, ist das manchmal schwierig. Es geht nicht darum, dass ich in den Beratungen die einzelnen Akteure weiterbilde. Ich kann eigentlich nur Hilfestellung geben, Orientierungshilfe geben, an wen kann man sich wenden. Und das ist, glaube ich, das Besondere an dieser Beratung, der Blick von außen und vielleicht auch meine Erfahrung in dem Bereich hilft den Akteuren dann doch oft einen großen Schritt weiter. Frank Lemlow bietet seine Beratungen in Schwerin, Wismar, Rostock, Greifswald und in Neubrandenburg an. Ja, heute heißt es Arts and Money. Diese Veranstaltung gab es.